Warst du jetzt das ganze Jahr hier da so? Oder warst du jetzt bloß jobmäßig und so halb alle Jahre? Genau, das ist eine sehr interessante Frage auf jeden Fall. Die Frage. Hört mal auf zu lachen. Also die Frage, die stellt mich wirklich jeder Mensch. Also bestimmt 20 Mal am Tag. Deswegen habe ich gesagt, nehmen wir das jetzt auf. Ne? Und dann kann ich jedem Menschen, der mich jetzt dann fragt, kann ich das Video zeigen. Also, ich erzähle dir das jetzt hier. Also ich bin 2007 das erste Mal nach Mallorca gekommen zum Arbeiten. Mein Vater lebt auf der Insel schon 15 Jahre ungefähr. Und er ist auch selbstständig, der hat auch einen Laden und so. Aber ich arbeite. Nur bedingt Spanisch. Wer ich? Hier lernst du wirklich kein Spanisch. Hier lernst du wirklich kein Spanisch. Aber das Ding ist, das ist auch noch eine gute Frage. Siehst du, haben wir gleich zwei Fragen auf einen Schirm. Warum sprichst du kein Spanisch, wenn du schon ewig hier bist, zum Beispiel? Ne? Ey, aber mein Spanisch ist nicht schlecht, aber weißt du, wo ich das gelernt habe? In Mexiko. Weißt du warum? Erzähle ich euch jetzt. Hier ist es so, du arbeitest ja wirklich mit Touristen. Ne? Mein Job ist es, mit Touristen zu arbeiten. Und das sind überwiegend Deutsche, kaum zu glauben, aber wahr. Nein, und, Holländer, ganz viele Holländer. Also du würdest eher Holländisch lernen, ja, als Spanisch. Ja? Wirklich jetzt, das ist kein Scherz. Und deswegen das Spanisch, was ich kann, habe ich mir damals selber angeeignet mit einem Buch. Ne? Ich habe mir ein Buch geholt und ein bisschen gelernt. Dadurch kann ich ein bisschen Spanisch schon vorher. Also mehr als auf jeden Fall 80% der anderen Promoter, sage ich mal. Und dadurch, dass ich halt im Crew damals schon gearbeitet habe und die Leute dort auch Spanisch reden, ne? Auch hier. Also die Mädels sind zwar auch Mädels, aber ich spreche alle und super Spanisch. So, und jetzt zu der Frage, ne, das ist der Grund, warum ich hier kein Spanisch gelernt habe, weil ich auch wirklich viel arbeite und dann mehr in Deutschland auch so, weil hier ganz viele aus Deutschland sind, die ja auch arbeiten und mit denen hängt man dann auch ab. So, wir wollen das ja nicht ewig machen. Und jetzt nochmal die Frage, ne, ob ich nur im Sommer hier bin. Ja, dieses Jahr bin ich nur 3 Monate hier zu arbeiten. Ich arbeite jetzt, man kann sagen, wenn ich jetzt 30 Stunden arbeite mit 2 Stunden Pause. Den ganzen Tag kommt es bis abends. Früher habe ich das so gemacht, dass ich so mal 6 Monate hier war oder auch mal 9 Monate war ich auch schon mal hier. Aber dann habe ich auch ein bisschen weniger Arbeit. Da habe ich vielleicht jeden Tag so 6 Stunden gearbeitet. Ne? Jetzt gebe ich halt Vollgas. Wie gesagt, ich bin 3 Monate jetzt hier, arbeite jeden Tag, spare Geld und gehe dann kurz nach Deutschland zum Urlaub, also eine Woche, um mal allen Hallo zu sagen. Und dann gehe ich nach Mexiko. Oder auch, also erstmal nach Mexiko auf jeden Fall oder dann vielleicht auch noch woanders hin. Auf jeden Fall mache ich das so, dass ich da arbeiten gehe, wo ich in kurzer Zeit am meisten Geld verdiene und danach dorthin gehe, wo ich einfach weniger Geld ausgebe. Zum Beispiel, wo es warm ist, wo es viel draußen ist am Meer, weil das Meer gewinnt auch unglaublich viel, ich liebe es am Meer zu sein. Und wo auch die Mieten dann günstig sind, die Lebensunterhaltungskosten einfach. In Mexiko ist alles günstiger als jetzt in Deutschland. Ne? Da gebe ich halt nicht so viel Geld aus und dann komme ich ganz gut über den Winter. Thailand wäre auch noch eine Idee, aber ich habe mich für Mexiko entschieden, weil ich halt auch dort Spanisch lernen kann. Das ist super. Und Englisch. Englisch sprechen die da auch alle. Da hast du gleich zwei. Ne? Super. Super, ja. Auch geil. Du, es gibt so viele Möglichkeiten. Wirklich jetzt. Dass sie dich nicht vergisst. Dass sie dich nicht vergisst. Ja, aber war das jetzt okay von der Beantwortung? Einmal zwei. Ja, fällt dir noch was ein? Hast du es auswendig gelernt, oder? Nee, ich hab das aber ungelogen. Guck mal, das ist jetzt mein 7. Sommer auf Mallorca, meine 7. Sommersaison. Und ich habe diese Frage, wirklich jetzt, jeden Tag bestimmt 10 Mal, das ist kein Scherz, jeden Tag fragen mich bestimmt 10 Mal die Leute diese Frage. Wenn man das immer wieder erzählt, überleg mal, rechne mal hoch. Ja, rechne mal 7 Sommer, sagen wir mal 5 Monate, aber die Tage ja, und dann noch 10 Mal, weil ich jeden Tag täglich 10 Mal naja, so viel. Deswegen habe ich gedacht, jetzt haben wir es aufgenommen, meine Lieben. Na, jetzt, ich hoffe, für euch sind die Fragen beantwortet, weil wenn der Nächste mich fragt, gebe ich dir einfach ein Telefon, dann kann er sich dann angucken. Ja, genau. Das ist doch super, ne? Wunderbar. So haben wir das gelöst. Okay. Handys wurden ein bisschen geklaut. Du bist auch gut. Ein ja, ey, jetzt überleg mal, die gibt das Handy weiter, sagt, okay, guck also dir die Antwort er einfach an. Das Handy klaut, also ich bitte ja, nee, guck dir doch mal an. Jetzt hier. Noch hier 4 weitere vorbei und dann sprichst du zu denen hin und sagst, hey, wollt ihr was essen? Jetzt sagt er mal weg. Ja, du, ich hab Grundvertrauen in den Menschen, muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin ja sehr, dazu komme ich auch gut übrigens heute, ne, nächstes Video, darum geht es dann auch nochmal um das Vertrauen. Und auch um das Karma, um das, was du gibst, dass du es wiederbekommst. Ich vertraue dir und ich denke mal, ich krieg das
Sie hat dich angefasst. Nee, aber das ist doch so. Ich denke nie grundsätzlich an das Schlechte. Das ist mein Leben echt schlecht. Und dazu erzähle ich sowieso noch mal ein andermal mehr. Genau, wir kommen ja noch. Okay, danke schön. Du kannst jetzt gerne das Video beenden.